Liebe Zuschauer, heute hier bei uns bei Nachtfahrt TV, Rage! Woo! Schön, dass Sie da sind, bevor ich gleich die Ehre habe, mit Ihnen zu sprechen. Natürlich für Sie schauen wir erstmal in das aktuelle Video rein. 21, bis gleich. Ja, jetzt sind Sie hier bei uns, Rage, und ich darf für Sie mit Ihnen sprechen. Hallo! Hi. Geht's euch gut? Aber immer. In Hamburg immer. In Hamburg immer. Was ist denn so schön an Hamburg? Alles. Alles. Lass uns jetzt mal nicht über Hamburg sprechen, sondern über euer aktuelles Album. Mensch, 21 heißt es. Das ist auch der Titelsong. Erzähl doch mal ein bisschen was drüber, Peewee. Ja, 21, der Titel hat zweierlei Bedeutung. Einerseits ist es unser 21. Album, was wir in den fast 30-jährigen Bandgeschichte gemacht haben. Und zum anderen ist halt der, ist es benannt nach dem Titelsong. Und in diesem Song geht es ums Blackjack, um Glücksspiel. Wird im Amerikanischen ja auch 21 genannt. Kennt man auch uns 17 und 4. Ne? Und fanden wir halt passend, so als das Album dann auch so zu taufen. Seid ihr auch Leute, die gerne mal spielen, so Blackjack oder so? Wir haben es tatsächlich während des Videoshootings probiert. Wir sind dann aber, glaube ich, beim Roulette-Spielen hängen geblieben. Da hatten wir mehr Spaß mit. Und ja, außerdem, wir haben echt ganz schön scheiße gespielt. Das ganze Geld, was du da in dem Video siehst, haben wir alles verloren. Haufen Spielgeld gewonnen und auch wieder einen Haufen Spielgeld verloren. Der Victor genauso. Wir haben richtig gezockt. Ne? Aber es hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht. Das waren genau 20.050 Euro Scheine. Ja gut, das ist ja nicht ganz so viel, ne? Victor, jetzt erzähl mir noch mal ein bisschen was. Ihr habt ja mittlerweile 21 Alben. Was ist denn jetzt so das Besondere an dem neuen Album? Besonderer, das ist fast bei jedem Album irgendwas Besonderes bei uns. Wir experimentieren sehr viel, wir haben nie Angst, so irgendwas Neues auszuprobieren. Und bei diesem Album haben wir entschieden, dass wir machen richtig hart. Und wir haben extra ganze Orchestrierung und Keyboards alles weggelassen und dann richtig, ja, Vollgas gegeben. Und da ist ordentlicher Schotter und da ist sehr, sehr, sehr aggressive Songs. Wir haben viele Sachen ausprobiert, was wir noch nie gemacht in fast schon 28 Jahre Rage-Geschichte. Und das ist ein sehr interessantes Album. Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden. Peewee, wie lange habt ihr denn für das aktuelle Album 21 gebraucht? Also wir haben im letzten Jahr im Juni angefangen und haben ein halbes Jahr daran gearbeitet. Und wie sieht denn so ein Tag am Album basteln aus? Ja, man schläft so bis nachmittags ungefähr, dann wird erstmal ausgiebig gefrühstückt, ein paar Bierchen und dann, und dann irgendwann schlurft man dann mal so ins Studio rein, wo dann schon unser hart arbeitender Produzent und Toningenieur Charlie Bauernfeind schon mit Victor an dem Zeug rumschraubt und ja, dann irgendwann bequemt man sich da mal ein bisschen was rein einzusingen. Und das dauert dann so bis nachts um 3-4 Uhr. Okay. Und dann geht man wieder pennen. Wenn du Glück hast. Kann auch mal länger gehen. Das kann ich mir vorstellen bei euch harten Jungs. Ich meine, da kommt doch bestimmt mal die eine oder andere Textzeile noch dazu. Man hat auch so Schübe. Also wir sind ja kein Volk, was morgens um 11 Uhr sofort anfangen kann zu arbeiten. Das sind wir ja nicht. Dann bist du mal nachmittags 3-4 Stunden gut drauf, dann machst du mal wieder ein kurzes Päuschen, dann geht es dann abends weiter. Also ist bei jedem auch unterschiedlich. Also Victor hat eigentlich den ganzen Tag Kampfgas und bei mir als Trommler muss ich zwischendurch auch mal ein Päuschen machen.